Wegen eines Staus musste ein Lkw-Fahrer aus Hannover seinen Sattelzug am Dienstagabend auf der A7 an der Anschlussstelle Bad Hersfeld-West anhalten. Dicht dahinter hielt ein Sattelzug aus Slowenien an. Der Fahrer eines dritten Lastzuges bemerkte dies zu spät. Er versuchte noch nach links auszuweichen, prallte aber auf das Heck des Slowenen und schob diesen auf seinen Vordermann. Dabei wurde er schwer, seine beiden Kollegen leicht verletzt. Alle drei wurden mit Rettungswagen in ein Hersfelder Krankenhaus gefahren. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr Bad Hersfeld gebunden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A7 in Richtung Süden komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. Der Schaden wird von der Polizei mit mindestens 100.000 Euro beziffert.